Live zugeschaltet ist uns jetzt der politische Analyst Jamal Wakim, Professor an der Internationalen Universität im Libanon. Gut, Sie zu sehen. Was halten Sie von der weit verbreiteten Kritik in den westlichen und arabischen Staaten zum Friedensplan in Syrien, obwohl der Vermittler Kofi Annan sagt, es sei noch zu früh, den Plan als gescheitert zu betrachten? Es sieht so aus, als ob die USA ihre Vereinbarungen mit Russland nicht einhalten über einen Kompromiss in Bezug auf Syrien. Das ist die Grundlage, um zu verstehen, warum militante und bewaffnete Gruppen ihren Kampf gegen die syrische Regierung noch verschärfen. Ein Versuch, die Initiative von Kofi Annan zum Scheitern zu bringen. Die Initiative, die das Ergebnis dieser Vereinbarung zwischen den USA und Russland war. Sie wollen den Versuch zum Scheitern bringen, um dann zu rechtfertigen, dass sie immer noch versuchen, das Regime zu stürzen oder es zumindest zu schwächen für den Fall, dass es nicht gestürzt werden kann. Sie sagen, dass es eigentlich keine Rolle spielt, was die arabischen Staaten und die USA sagen, weil es ihr Plan ist, das Regime von Präsident Assad zu stürzen, ganz ungeachtet von Kofi Annans Friedensplan. Ein sehr interessanter Punkt ist die Türkei. Der türkische Premierminister entrüstete sich heute sehr über Schüsse an der Grenze. Aber andererseits wird gesagt, dass die Türkei den Rebellen erlaubt, tatsächlich. Ja, bitte sprechen Sie. Tatsächlich versucht die Türkei, dies zu rechtfertigen. Aber die Türkei wird von den USA gedrängt, Syrien zuzusetzen, indem sie bewaffnete Gruppen unterstützen und den bewaffneten Gruppen Rückzugsräume auf türkischem Gebiet gewähren. Gruppen, die dann von dort Angriffe auf die syrische Regierung und auf die syrischen Truppen organisieren. Die syrischen Truppen haben in derselben Art zurückgeschlagen, wie sie es gemacht haben gegen bewaffnete Gruppen, die aus dem Libanon kamen. Die Türkei ist ein NATO-Mitglied. In diesem Fall geschieht es also, um einen Angriff auf Syrien zu rechtfertigen, ohne dass man den UN-Sicherheitsrat dafür benötigt. So kann man auch den Besuch des syrischen Außenministers in Russland verstehen. Der Minister ist jetzt in Russland. Ich glaube, wir sind mit einem neuen Anwachsen der Spannungen im Fall Syrien konfrontiert. Und ich glaube, dass der Westen nicht von seinem Plan abgegangen ist, den syrischen Präsidenten in dieser oder jener Weise zu stürzen. Backing off its plan to topple the Syrian regime by one way or another, and this is an attempt to take over the whole Middle East. Das ist der Versuch, den gesamten Mittleren Osten einzunehmen, um, was wir Eurasien nennen, Russland, China und den Iran, innerhalb Asiens zu blockieren und sie zu blockieren von jeglichem Zugang zu den warmen Gewässern, sei es das Mittelmeer, der Indische Ozean oder der Pazifik. Lassen Sie mich versuchen zu verstehen, was Sie hier sagen, um es laienhaft auszudrücken, der Friedensplan von Kofi Annan ist ein Deckmantel und die NATO, die UN und die USA spielen hier Geopolitik. Sie wollen einfach nur die ganze Region dominieren. Definitely. Zweifellos. Und was könnte Ihre Motivation sein? Warum? Nun, der Plan der USA ist eine Allianz zwischen dem, was wir maritime Mächte nennen können, die USA und die westlichen Mächte und die Türkei auf der einen Seite. Und sie versuchen, die Koalition der Landmächte, Russland, China und Iran, den Zugang zu internationalen maritimen Handelswegen zu versperren. Das geschieht, um eine bessere Verhandlungsposition zu erreichen für die westliche Koalition, um Asien, das immer stärker werdende Asien, daran zu hindern, die Oberhand in der Weltpolitik zu erlangen, insbesondere wegen der Tatsache, dass Putin in Russland an die Macht kommt, wegen dem wirtschaftlichen Potenzial von China und mit der wachsenden Rolle des Irans, der auf dem Weg ist, eine regionale Supermacht zu werden. And with the rising role of Iran, which is becoming a regional superpower. So in this case, Syria remains the last. Also verbleibt in diesem Fall Syrien als der letzte Zugang für die Landmächte zu warmen Gewässern, insbesondere deshalb, weil es an die Küste des Mittelmeers reicht. Wenn wir uns die Weltkarte ansehen, dann sehen wir, dass die Mächte jeglichen Zugang verloren haben über Libyen, Jemen und anderswo.
Und alles, was ihnen jetzt noch bleibt, ist Syrien. Nur so können wir die Heftigkeit der US-Angriffe gegen das syrische Regime erklären. Es geht nicht um Demokratie oder Menschenrechte. That's how we can understand the ferocity of the American attack on the Syrian regime. It's not because of democracy, nor of human rights. Jamal Wakim, Professor an der Internationalen Universität im Libanon. Wenn Sie wirklich recht haben mit dem, was Sie sagen, dann sind das beängstigende Blickwinkel auf diese Entwicklung. Thank you.